Glück auf, meine Kumpel Malocha. Herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Heute war eine Menge los auf Schalke. Die ganzen News, die besprechen wir gleich. Kommen aber auch zum nächsten Gegner, Kaiserslautern. Spielen bereits am Freitag auf dem Betzenberg. Ein richtig heißes Spiel. Treffen da auf unseren Ex-Coach Dimitrios Gramotzis. Ich würde aber sagen, wir starten mit den tagesaktuellen Neuigkeiten. Und da drehte sich ja die ganze Woche schon alles um Darko Chulinov. Ich hab's euch ja gesagt, ne? Ich habe so eine kleine Info bekommen und habe da euch direkt geupdatet am Wochenende, dass der auf der Geschäftsstelle ist. Und ja, hat sich jetzt bestätigt, wurde gestern offiziell vorgestellt und heute ging es vor allen Dingen auch in der Pressekonferenz um ihn. Da wurde der Trainer gefragt, wie denn der Zustand vom Chulinov ist. Und der Gerrards hat gesagt, dass er bereits mit Kompany gesprochen hat. Kompany, Trainer von Burnley, da hat der Chulinov zuletzt gespielt und er hat ihm versichert, dass er zuletzt gespielt hat in der zweiten Mannschaft und auch mittrainiert hat und dass er in einem guten Zustand ist. Ich denke mal, der wird trotzdem bei so einem 85% sein. Der wird noch nicht diese Matchpraxis haben, die man in der Profiliga einfach hat. Denke ich mal, braucht er noch ein bisschen, aber klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Und da können wir uns auf jeden Fall auf einen spannenden Spieler freuen. Gerrards meinte außerdem, dass er vom Kopf her schon richtig gut drauf ist, dass der brennt und dass dann häufig auch der Körper dann nachzieht. Also falls ihr euch da mal die Interviews angucken wollt, beispielsweise auch alle Videos, die Schalke TV hochgeladen hat, kann ich euch empfehlen. Also der Junge hat richtig Bock auf uns und ich freue mich auch auf den Jungen. Es ging aber auch um seine Position, wo er spielen könnte in dem System. Und da meinte Gerrards entweder Zehner oder zweite Spitze. Könnte sich aber auch vorstellen, das System zu wechseln und dann in einem 4-3-3 beispielsweise zu spielen. Zehner-Position war der Luca ja im Podcast, könnt ihr euch mal anhören, hat er auch schon ins Spiel gebracht. Ich selber sehe den eher so als Stürmer. Vielleicht sogar als zentrales Mittelfeld, also die Position in der Raute, die quasi Mohr oder Idrissi zuletzt gespielt haben, da würde ich den auch eher sehen. Zehner, weiß ich nicht, der hat, glaube ich, nicht so diese Kreativität dafür, der hat Dribblings auf engstem Raum, aber ich glaube, der braucht auch ein bisschen Platz und die hast du auf der Zehn nicht. Ich glaube, so auf der Außenbahn, wo der auch ein bisschen Meter machen kann und auch mal nach innen ziehen kann, das liegt dem, glaube ich, ein bisschen besser als auf der Zehner-Position, wo das Spielfeld sehr, sehr eng ist. Und ja, da sehe ich ihn eher nicht. Schreibt mal eure Meinung zu Darko Chulinov in die Kommentare. Und dann gab es zwei Transfers, die ich gar nicht hätte kommen sehen. Die waren auf einmal da. Und das war Kozuki, der wechselt nach Sabje laut Bild für 250.000. Wir sollen wohl auch eine gute Weiterverkaufsbeteiligung haben. Was gut heißt für mich ab 30%, alles drunter 10, 20% nicht. Vielleicht haben wir sogar 40, 50%. Interessanterweise bei Sabje ist ein Japaner, der auch über die Außenbahn kommt, gerade gewechselt für 3 Millionen. Wahrscheinlich aufgrund dessen haben die sich gedacht, oh, hier beim Hallenturnier spielt ja der Kozuki mit, der sieht ganz gut aus, der könnte, und dann sind die auf den aufmerksam geworden, oh, der hat sogar in der Bundesliga getroffen. So könnte ich mir die Geschichte vorstellen. Und freut mich auf jeden Fall, dass der da unterkommt, weil ich habe es ja auch gesagt im Podcast, der Junge braucht Spielzeit, das hat auch der Gerrards gesagt. Und der konnte sich jetzt auch in der zweiten Liga nicht beweisen, hat von uns die Note 6 bekommen. Der hat halt nichts gezeigt in der zweiten Liga. Und vielleicht braucht er einfach einen Tapetenwechsel. Und für uns ist das wirklich nicht schlecht. 250.000 für einen Spieler, den man vor 2 Jahren noch gar nicht auf der Rechnung hatte. Der auch nicht so richtig ins System von Gerrards reinpasst, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Und dann nochmal die Möglichkeit haben bei einem Verkauf, sagen wir mal, der wechselt auch für 3 Millionen. Ne, dann, wenn du da die 40% vereinbart hast, kriegst du zum Beispiel etwas über 1 Million. Das ist schon gutes Geld und das kann man mal machen. Von daher passt das für mich. Und Hegeren wurde auch verliehen und der geht nach Belgien in die zweite Liga. Und zwar geht er nach Maasmechelen, spielt da um den Aufstieg dann mit.
Interessanter Fact, was der Gerrards auch auf der PK gesagt hat, ist, dass der Torwart von, nicht der Torwart, der Trainer von Mas Mechelen, ein früherer belgischer Nationaltorwart gewesen ist. Von daher, ja, ist das, glaube ich, nicht das Schlechteste, wenn du einen Trainer hast, der auch Torwart gewesen ist auf einem hohen Niveau, dass der dir da Tipps geben kann. Und schauen wir mal, wie seine Entwicklung weitergeht. Ich hoffe, dass der da spielt und dann wäre es, glaube ich, gar nicht mal so eine verkehrte Laie. Gerade mit Müller und Fährmann sind wir auf der Torwartposition bestens für die zweite Liga gerüstet. Wir haben ja sogar den Langer noch spielen sehen, haben gesehen, der ist auch noch okay. Also wir sind auf der Torwartposition bestens aufgestellt. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, da nochmal den Hegeren abzugeben, den da nochmal Spielpraxis sammeln zu lassen und dann kann er vielleicht im nächsten Sommer nochmal angreifen. Ja. Wird sich, also ob die Laie gut oder schlecht ist, wird sich einfach zeigen, ob der Spielpraxis bekommt. Sonst fände ich es sogar noch besser, wenn er bei uns in der U23 spielen würde. Aber da gucken wir mal und warten wir mal ab. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Aufstellung gegen Kaiserslautern und auch zu dem Gegner an sich. Ich würde sagen, wir fangen an erstmal, schauen wir uns den Gegner an. Da gehen wir in die Reaktion rein. So, hier haben wir die Aufstellung und hier, das ist interessant. Kaiserslautern gerade in einer sehr, sehr schlechten Verfassung, muss man ehrlicherweise sagen. Gramozis, der als Coach schon neu in die Saison reingekommen ist, der, wo die eigentlich auf den Trainereffekt gehofft haben, hatte bis auf hier dieses Spiel im Pokal gegen Nürnberg, wo der 2-0 gewonnen hat, nichts gewonnen, nicht mal unentschieden gespielt, alles verloren in der Liga. Hier sehen wir wirklich, seit dem 10. Spieltag gab es nur Niederlagen. Im Moment im 11. Spieltag noch ein Unentschieden. Aber seit dem 11. Spieltag nur Niederlagen, seit dem 10. Spieltag nicht gewonnen. Das ist schon heavy, heavy, heavy. Und jetzt auch zuletzt sah es ein bisschen besser aus, wenn man hier vergleicht, ne, Kiel und Magdeburg mit jeweils 3 Toren Unterschied. Da wurde es knapper. Was ich zuletzt gelesen habe, dass der Gramozis trotz Rückstand eher defensiv einwechselt, weil er die Mannschaft stabilisieren wollte. Da habe ich mich schon auf den Kopf gefasst und da den Kopf geschüttelt. Gibt mir so David Wagner-Vibes, wo der da in Rückstand irgendwie einen Verteidiger einwechselt und mit Fünferkette spielt. Genau, also da erwarte ich eigentlich schon einen Gegner, der derzeit nicht so gut drauf ist. Natürlich, Betzenberg ist immer was anders und gegen Schalke, da ist die Motivation sowieso eine andere. Dann noch der Ex-Coach, ich glaube, das wird auf jeden Fall, die werden auf jeden Fall schon brennen, die Spieler. Ich hoffe, dass die aber schnell in diese Verunsicherung wieder reinkommen, wenn wir da unser Spiel spielen. Gucken hier auch nochmal rein. Was ich beim Gamotzis nicht verstehe, der hat irgendwie ein Problem mit Atsche. Er ist ein super Stürmer, also wenn die den nicht haben wollen, können die den gerne abgeben. Trifft hier, hat am meisten getroffen, aber unter Gramozis bisher noch kein Spiel über 90 Minuten. Die haben sich scheinbar auch verstritten. Der Atsche hat scheinbar auch das Training vom Gramozis kritisiert, hat gesagt, wir trainieren hier wie in der Kreisliga, soweit ich das mitbekommen habe. Das ist schon heftig, was da abgeht, was da scheinbar abgeht. Wie gesagt, alles Spekulation. Das hat man so mitbekommen. Beuth haben die auch abgegeben. Dorm hat jetzt gerade die Karriere beendet. Ich finde, Kaiserslautern hat eine gute Abwehr. Die haben mit Tomiak, Elvedi und Touré richtig gute Jungs hinten drinne. Und ja, ich glaube, das ist so die Stärke von Lautern, dass sie jetzt gerade unter Gramozzi sehr, sehr defensiv stehen. Nach vorne geht wenig. Dann setzen sie den besten Stürmer auf die Bank. Keine Ahnung. Also ich glaube, was bei uns passieren kann, ist, dass wir uns schwer tun werden, wenn die zu defensiv stehen. Dass wir da keine Lösung finden. Und dass wir mit dem Publikum da nicht zurechtkommen. Und dass die Mannschaft da uns auffrisst. So, ich habe aber ehrlicherweise das Gefühl, dass wir mittlerweile auch da sehr, sehr gut unterwegs sind, auch von der Mentalität her. Das sieht noch ganz anders aus wie in der Hinrunde. Und Kaiserslautern ist auch nicht HSV, deswegen gehe ich davon aus, dass wir die bezwingen werden. Wie würde ich das Ganze machen? Ich glaube, Fährmann im Tor ist gesetzt. Dann
Ja, würde ich noch Brunner noch mal eine Chance geben, der für mich ganz schlecht gespielt hat zuletzt. Wir haben Kalasch, wo ist er hier? Für mich so der gesetzteste Spieler in der Innenverteidigung ist. Und daneben, ich würde es mit Cissé probieren, aber ich glaube, der Trainer setzt auf Baumgartel. Ich glaube, Cissé hat aber auch keine Luft für 90 Minuten. Die wollten den, glaube ich, auch erstmal wieder hinkriegen, rein von der Fitness her. Und naja, macht es vielleicht doch Sinn, mit Baumgartel zu spielen. Dann auf links würde ich tatsächlich auf Mörkin gehen. Ich halte Mörkin einfach für den kompletteren Verteidiger wie Ovian und deswegen spielt er auch für mich. Dann Keke Top ist bei mir auch gesetzt, genauso wie Karaman. So. Seguin ist auch gesetzt, den will ich auch drin haben. Ist der denn hier? Seguin. So Schallenberg fällt aus, deswegen wird Seguin wieder auf der 6 spielen. So, jetzt ist die Frage. Wir haben Terodde. Wir haben noch einen Chulinov. Also Karaman könnte hier beispielsweise auf der 10 spielen. Ich würde tatsächlich mal Chulinov probieren. Und Terodde Top würde ich auch nochmal eine Chance geben. Chulinov hier in diesem Halbraum, da kann er mit seinen Dribblings unterstützen. Gerade die rechte Seite ist bei uns so eine Problemstelle, da geht wenig nach vorne. Da kann der Chulinov, glaube ich, sehr, sehr viel bewirken. Und links würde ich dann erstmal bei Mohr bleiben und der Idrissi, der ja auch scheinbar krank ist, kriegt da nochmal eine Pause. Kandidaten für einen Wechsel wären dann natürlich Lasme. Gerade wenn wir vielleicht in Führung sind und Lauter nochmal aufmacht in der zweiten Hälfte. Tempelmann wäre auch ein Kandidat, den man bringen kann. Und ja, dann hast du Matriciani und Ovean für in der Abwehr noch. Schreibt mal eure Wunschaufstellung in die Kommentare. Ich gehe von einem 2-1-Sieg aus. Ich tippe, dass Top trifft und Karaman. Und ja, dann gebt mal euren Tipp in die Kommentare. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.